Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal Hardware-Video, wir gucken uns die Kopfhörer an, die Own Audio, also so wie Odin, bloß mit O hinten. Ich richte euch mal nach unten. So, ich hatte ja im Unboxing schon gezeigt, wir haben ein Ladekabel erstmal mit bei, USB auf Mini. Das ist kein USB-C, oder das ist doch, nee, das ist nicht USB-C, das ist Mini-USB oder so. Dann haben wir ein Klinke-Kabel mit bei. Klinke auf Klinke, Stereo. Dann haben wir für größere Anlagen was mit bei. Also Klinke auf groß. Dann haben wir eine Anleitung mit bei. Das ist das Own Audio A70. Das werden wir uns jetzt gleich mal angucken. So. Speaker 40 mm. Hier steht auch erklärt, wie wir das machen sollen. Dann kommen die da unten rein. Auch alles mit Bildern erklärt. In Englisch, ich guck mal, ob in Deutsch was mit bei ist. Chinesisch. Ach, und Deutsch ist auch mit bei. Kann ich euch auch mal zeigen. Da ist es dann halt in Deutsch. Aber jetzt gucken wir uns die Kopfhörer erstmal an. So. Das sind sie. Die haben hier oben eine schöne dicke Polsterung. Oben ist auch Leder, also Kunstleder mit einer roten Naht, was ich sehr schön finde. Und hier steht auch Own Audio. Sieht man das? Wo steht, was rechts und was links ist? Also ich habe hier keinen links, keinen rechts, sehe ich gerade. Das muss ich gleich nochmal nachgucken. Dann haben wir hier so, wie so eine Schallplatte so ein bisschen gemacht. So, ich drehe das mal so ein bisschen. Wir können das so ein bisschen drehen. Schöne große Muscheln, die auch schön gepolstert sind. Hier ist Silber. Fühlt sich jetzt nicht gerade schwer an. Also ich würde jetzt sagen Plastik. Ganz normale Plastik. Na, die Schiene ist Plastik mit Metall. Geht auch schön. Also nicht zu leicht, nicht zu schwer. Hier haben wir dann einen Knopf zum An- und Ausmachen, Plus und Minus. Unten irgendein Anschluss. Ich denke mal, das wird für den Klinke sein, aber wir haben einen großen Klinke auch noch. Also das verstehe ich jetzt nicht ganz. So, da haben wir hier die Knöpfe an, aus. Also Power ist in der Mitte und dann links und rechts Plus und Minus. Dann haben wir hier so einen kleinen. Hier haben wir einen großen und da haben wir USB. Aber ich habe hier das Logo noch an der Seite. Aber ich habe Made in China steht hier drauf. So gut gemacht mit dem, dass man hier vernünftig festhalten kann. Ja, aber ich finde jetzt keine. Ich finde keine Beschreibung, was links und was rechts sein soll, ehrlich gesagt. Das ist hier nicht irgendwie gekennzeichnet und auf dem Kopfhörer auch nicht. Innen drin auch nicht. Doch, jetzt sehe ich es.
auf dem kleinen rundlichen Gelenk, weil könntet ihr so drehen, die Seite auch. Auf diesem Gelenk, da steht hier rechts. Rechts ist das ohne den großen Anschluss und links ist da, wo das goldene ist. So, jetzt gucken wir mal. Ja, da haben wir einmal den großen, der darin passt. Und einmal ein kleinen. Ja, so. Also ein kleiner passt auch rein. Warum wir jetzt hier zwei haben? Ich habe keine Ahnung. Die 4 ist 3,5 mm Aux-In. Ach so, da können wir... Ach so, der ist für In. Der kleine hier ist für In. Da kriegen wir Sachen rein. Und die 8... ist ein 6,35 mm Anschluss. Wird auch ein In sein. Werden wir gleich testen. Warum wir jetzt hier zwei haben, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Doppelzweckskabel, adapterfrei. Unsere Lösung für Adapter. Lebensdauer an einem Ende des Audiokabels befindet sich. Bedürfnissen eingesteckt werden können. Und jetzt bestimmt kein Problem mehr bei Suche nach dem richtigen Adapter. Ach so, dass man nicht mehr nach dem richtigen Adapter suchen muss. Mhm. Ah, hier ist es auch erklärt. Wir können dann praktisch zwei Kopfhörer miteinander koppeln. Praktisch auf unseres, das ist das, mit Handy per WLAN, per Bluetooth Musik hören und hier den 6,35 Bums Anschluss drin und den 3,5 in andere Kopfhörer und dann können die mithören. Der gleiche, was wir hören. Okay. Hey, ist, wenn man in einer Bahn sitzt oder so mit einem Partner oder so, vielleicht interessant. Kabel ist auch echt lang. Hier ist noch richtig viel aufgerollt. Also. Und hier können wir ja auch noch mal ziehen. Also. Okay, der ist auch ziemlich lang. Werden wir uns mal überraschen lassen. Aber erstmal die Soundqualität anhören. Ich mache dafür jetzt erstmal Bluetooth an. Hier, das kenne ich schon, ist bei den meisten Kopfhörern gleich. Einfach Bluetooth. Also den Ein- und Ausknopf gedrückt halten. Jetzt leuchtet es blau. Jetzt leuchtet es blau und rot. Also das ist eigentlich Standard. So. Er sucht gerade noch nach Geräten. Da hat er die Ohren gefunden. Die koppeln wir jetzt einfach mal. Verbindet, hat auch schon gepiept, Einstellungen, Audio, Anrufaudio, Medienaudi, Kontaktfreigabe, okay. So, dann werden wir die mal aufsetzen. Ich muss nochmal gucken, was hier was ist. Links, rechts, links ist so, rechts ist das. Also sie sitzen eigentlich relativ locker. Oh, meine Kamera. Moment. So, da bin ich auch schon wieder. Der Akku war leer. Und er hat schon geblinkt und er hat mir jetzt hier wieder abkackt und Videomaterial verloren geht. Dann habe ich es schnell mal getauscht.
So, ich mache jetzt einfach mal Nemesis an. Interpret. Nemesis. Alte Wunden habe ich jetzt an. Wo ist hier Plus? Hier hinten. Also das ist jetzt die lauteste Stufe. Der Bass kommt richtig knackig. Also im ersten Blick haben sie billig gewirkt, aber... Mal gucken, wenn sie singen. Ich spule mal. Alter Schalter. Also hört sich eigentlich ganz gut an. Bin ich gerade ein bisschen überrascht? Also ich bin da gerade überrascht, die hören sich so an sich ganz gut an. Die Stimme kommt jetzt nicht so toll rüber. Also die Stimme, da muss ich sagen, die geht ein bisschen unter. Ich bin mal gespannt beim nächsten Lied, wie es jetzt ist. Habe ich jetzt ausgemacht aus Versehen oder was? Auf dem Gerät. Interpret Nemesis. So. Das war jetzt böser Zwilling. Teufelsmauer. Ich mach mal Teufelsmauer an. Da kommt die Stimme schon wieder ein bisschen mehr rüber. Ich habe jetzt hier okay einen Equalizer oder irgendwas zur Verfügung. Also lange gedrückt halten, kommt man zum nächsten Titel. Nur drücken kommt man laut leise. Ich habe jetzt Wurzeln alle übelst drin. Also so sind sie eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich weiß auch gar nicht, was die jetzt gerade kosten. Gucken wir auch gleich mal nach. Von der Qualität her hätte ich jetzt das jetzt nicht gedacht. Es geht. Also es hört, der Bass kommt brachial geil rüber.
ohne Audio A70. Gucken wir mal. Ohne Audio Bluetooth-Kopfhörer. Over Ear kosten jetzt gerade 39,99, sollen 59,99 kosten, gibt aber momentan einen 2 Euro Rabattgutschein. Ich habe ihn jetzt mal einfach aktiviert. So. Hat eine 4,5 Sterne Bewertung. DJ-Kopfhörer. Also die hören sich eigentlich ganz gut an. Das Einzige, was ich jetzt zu bemängeln habe, ist, dass die Stimmen, also ich habe jetzt nur Nemesis drauf gehört, ein paar Lieder, dass die Stimmen in manchen Liedern kommt eher das Bass mehr rüber und die Stimmen gehen so ein bisschen leicht unter. Und aber das ist auch alles eine Gefühlssache. Das andere empfinden das schon wieder ganz anders. Und bei anderen Liedern kommt die Stimme ein bisschen mehr durch und da ist der Bass auch kräftig und so. Da ist es gleichmäßig. In anderen Liedern war jetzt, dass da die Stimme vor dem Instrumentalen war und die Stimmen deutlich besser zu hören waren als das Instrumentale. Hätte ich jetzt so in der Form, ehrlich gesagt, nicht gedacht. Meine Tochter braucht nämlich auch noch Kopfhörer, die kriegt ja meine Tochter wahrscheinlich. Die braucht für die Schule nämlich Kopfhörer für Computer AG und kein Headset. Hätte ich jetzt so in der Form nicht gedacht. Und für den Preis geht das eigentlich in Ordnung, muss ich sagen. Also der Preis ist auf jeden Fall in Ordnung für das, was sie können. Da kann man nichts sagen. Mit dem, dass man hier halt noch ein zweites Paar Kopfhörer anhängen kann. Also für mich ist es jetzt nicht kaufentscheidend oder interessant, aber ich denke mal, für den einen oder anderen ist das vielleicht wichtig. Mir wäre das jetzt persönlich nicht so wichtig, aber vielleicht für den einen oder anderen von euch. Ich mache mal die Kabelleiche noch weg wieder alles. So. Muss ich den noch zumachen. Man kann sie auch per Kabel betreiben. Man muss sie nicht per Bluetooth betreiben. Ne? Ich krieg die Tüte wieder nicht zu. Ich hab's immer mit diesen Tüten. Ich krieg immer nicht so richtig zu. Aber so an sich positiv überrascht. Sagen wir mal so. Also nachdem ich sie ausgepackt hatte und das erste Mal so angefasst hatte, hätte ich damit nicht gerechnet, muss ich sagen. Weil vom haptischen her Plastik. Ganz stinknormales Plastik, Plastikkopfhörer. Habe ich gedacht, naja, 24 Monate Gewährleistung, Garantie haben wir auch noch. Also vom ersten haptischen hätte ich jetzt gedacht, naja, Plastik. Kopfhörer halt. Plastikkopfhörer. Ja. Aber das wirkt auch nicht gerade hochwertig. Und also die sind auch total leicht. Also, naja, habe ich gedacht. Aber der Sound, hätte ich so nicht gedacht, dass da so ein schöner Sound drüber kommt. Und vor allen Dingen, dass die auch so laut gehen. Also positiv überrascht, muss ich sagen. Ja. Das soll es dazu auch gewesen sein. Ich werde die vielleicht auch demnächst nochmal testen. Meine Tochter kriegt die als erstes jetzt mal für die Schule und dann soll sie mir mal sagen, ob sie damit zufrieden ist oder nicht. Für die Computer AG. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Die Own Audio A70, den Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Dann würde ich mich jetzt hier auch erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.